Erstmal recht alle herzlich begrüßen hier im schönen Deisfeld. Wir sind echt überrascht, wie viele unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders begrüßen möchte ich unseren Gemeindebrandinspektor Karl-Wilhelm Römer und seine beiden Stellvertreter Uwe Becker, Thorsten Behle, den Hans Hiemer und den Heinrich Zölzer vom Gemeindevorstand. Wir haben Lore Behle vom Vorsitzenden vom Gemeindeparlament, die anwesenden Fraktionen aus dem Gemeindeparlament, den Landtagsabgeordneten Armin Schwarz, den ehrenden Gemeindebrandinspektor Alfred Eizort. Komm ich hier dran. den Karl-Friedrich Fittler habe ich nicht gesehen. Den Vorsitzenden des Feuerwehrverbandes Gordon Karlöfer, den stellvertretenden Gemeindebrandinspektoren der Gemeinde Willingen Markus Schmitz, unseren Ortsvorsteher Götz Schlinger, die Mitglieder des Ortsbeirates Deisfeld, den Vorsitzenden der Alters- und Lehrerabteilung der Feuerwehr Diemelsee, natürlich auch den Spielmanns- und den Musikzug. Erstmal schönen Dank nochmal für eure Darbietung. Unsere Nachbarfeuerwehren aus Eimelroth, Hennighausen und aus Endenich, also das ist Stadtteil von Bonn. Die anwesende Presse und natürlich auch unseren Kreisbrandinspektoren Gerhard Biederbeck. Entschuldigen lässt sich unser Bürgermeister Volker Becker, der hat heute privaten Termin. Und die Frau Dr. Beate Schulze, die hat sich auch abgemeldet, die war halt im Urlaub. Sollte ich noch irgendjemanden vergessen haben, dann bitte ich um Nachsicht. Als allgemeinen Hinweis, wir haben überall auf den Tischen Corona-App bzw. Luca-App ausgelegt. Loggt euch da bitte ein oder benutzt die Listen, die wir da auf den Tischen liegen haben und tragt euch da ein. So, als nächstes würden wir gerne mal eine Totenehrung machen. Also ich bitte euch dann im Gedenken der Toten, vor allen Dingen auch der Flutopfer jetzt in Deutschland, euch mal von den Plätzen zu erheben. Ja, ich möchte dann an dieser Stelle kurz auf die Geschichte der Feuerwehrfahrzeuge in Deisfeld eingehen. Heute schließt sich ein Kreis, der 1986 begann. Als ich vor 37 Jahren in die Feuerwehr Deisfeld eingetreten bin, gab es noch einen TSA. Das sollte sich aber schnell ändern. Am 6.4.87 bekam die Feuerwehr das erste Fahrzeug in der Geschichte von Deisfeld. Von der Feuerwehr Benkhausen wurde ein gebrauchtes TSF übernommen und in Dienst gestellt. Damals wurde gesagt, nehmt es erstmal in 2 bis 3 Jahren,
bekommt ihr dann ein neues. Das hat dann nicht ganz geklappt, denn am 29.07.1991 bekamen wir dann von Heringhausen wieder ein altes TSF und dann als Nummer 3 wieder ein gebrauchtes TSF am 15.04.1995. Aber danach gab es dann jetzt erstmal einen größeren Zeitsprung. Im September 2018 fällt dann unser altes TSF durch einen technischen Defekt aus. Eine Reparatur erweist sich als unwirtschaftlich. Was kann auf die Schnelle getan werden? Von der Feuerwehr Bad Arolsen organisierte unser KBI Römer dann ein Leihfahrzeug. Er erwirkte beim Land Hessen eine Sondergenehmigung, dass das ausgemusterte TSFW aus Heringhausen in Deisfeld nochmal übergangsweise in Dienst gestellt werden darf. Ein Antrag für ein neues Fahrgestell beim Land Hessen aus der Landesbeschaffungsaktion wird gestellt. Aber was soll es geben? Nach der Gefährdungsbeurteilung reicht für Deisfeld ein KLF. GBI Karl Wilhelm Römer hat eine andere Version. Er möchte in Deisfeld zukünftig ein TSFL stehen haben. TSFL, noch nie gehört. Was ist das? Also flugs den Herrn Google befragt. TSFL gibt es tatsächlich. Abkürzung für TSF, also Tragkraftspritzenfahrzeug, Logistik. Ja, das L, wie gesagt, steht für Logistik. Andere sagen TSF lang, TSF leicht. Oder wie unser Kreisverbandsinspektor Biederbeck gesagt hat, das L steht für Luft. Ihr fahrt viel Luft durch die Gegend. Ja, nach kurzem Nachdenken fanden wir die Kombination aus Löschfahrzeug und Logistikfahrzeug eigentlich gar nicht so schlecht. Das könnte was werden. Ab jetzt beginnt dann ein banges Warten. Wird dem Antrag stattgegeben, wird ihm nicht stattgegeben. Naja, hin und her. Am 5.11.2018 haben wir dann erstmal das alte TSFW aus Heringhausen abgeholt und in Deisfeld wieder in Dienst gestellt. Aber wir haben nicht gewartet, ob dem Antrag jetzt zugestimmt wird oder nicht. Wir haben eine Planungsgruppe gebildet, Ideen gesammelt, das Internet befragt, wo gibt es denn überhaupt TSFL? In Bayern ist dieses Auto in der Norm, in Hessen leider noch nicht. Vorführfahrzeuge gibt es leider auch nicht. Aber wir sind trotzdem fündig geworden. Eins steht in Habichtswald-Ehlen, eins in Wabern-Hebel, eins in Grünberg-Stockhausen und eins in Rülshausen an der Schwalm. Wir haben dann Kontakte geknüpft und Besichtigungstermine gemacht. Und besichtigt haben wir dann letztendlich die Fahrzeuge in Ehlen und in Stockhausen. Per WhatsApp haben wir auch noch jede Menge Infos und auch jede Menge Bilder aus Markt Titting in Bayern bekommen und auch aus Reiskirchen. Im August 2019 kam dann die erlösende Antwort aus Wiesbaden, das Fahrgestell wird gefördert. Freude über Freude, das Gemeindeparlament stimmt zu, Deisfeld soll ein neues Fahrzeug bekommen. Anfangs geht es dann Schlag auf Schlag. In kürzester Zeit wird die Ausschreibung erstellt, also die Ausschreibung für den Aufbau erstellt. So, GW Römer gibt mächtig Gas, mehr als uns manchmal lieb war. Zwei Angebote sind dann bei der Gemeinde eingegangen und der Auftrag ist dann an die Firma Adig Fahrzeugbau im Siegerland gegangen. Dann schlägt Corona zu. Alles gerät in Stocken. Das Fahrgestell hängt in Italien fest. Alles zieht sich hin. Aber erste Aufbauzeichnungen treffen dann doch noch ein, werden von uns geprüft, verworfen, Vorschläge von unsererseits gemacht. Gegenvorschläge kommen wieder zurück. Der eigentliche Durchbruch gelingt dann bei der Aufbaubesprechung. Ab jetzt nimmt die Sache Fahrt auf. Da dieses Fahrzeug so in dieser Form und wieder ein Prototyp ist, haben wir uns gemeinsam mit der Firma Adig auch sehr viele Gedanken gemacht. Einige Treffen des Planungsteams folgen, bis wir dann am 25.02.21 bei unserer Ausrüstung in Mudersbach angeliefert haben. Am 9. April dieses Jahres war dann endlich der große Tag. Morgens früh brechen wir auf zur Firma Adig ins Siegerland, um das neue Fahrzeug in Empfang zu nehmen.
Nach einer umfassenden Abnahme und einer Einweisung in die Heimat, in die neue Technik machen wir uns dann am frühen Nachmittag zurück auf den, in die Heimat. In Adorf werden noch Rollwagen geladen und im Anschluss stellen wir das neue TSFL einigen Deisfeldern und Gästen am Feuerwehrhaus vor. Alle sind beeindruckt, was jetzt in Deisfeld steht. Scheinbar sind auch andere Feuerwehren von dem Fahrzeug beeindruckt. Kurz nachdem wir es abgeholt haben, ist es schon in einer Feuerwehrfachzeitschrift vorgestellt worden. Leider weiß ich aber bis heute nicht in welcher. Ein großes Dankeschön der Feuerwehr Deisfeld an den alten und auch an den neuen Gemeindevorstand der Gemeinde Diemelsee und an das alte und an das neue Gemeindeparlament, die zugestimmt haben und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt haben. Es ist schon beachtlich, welche finanziellen Mittel die Gemeinde in den letzten 4 Jahren im kleinsten Diemelseer Ortsteil investiert hat. Da schlagen ca. 100.000 Euro zu Buche, einmal für das Fahrzeug und für den Anbau an das Feuerwehrhaus. Danke möchte ich auch an dieser Stelle auch an GB Karl Wilhelm Römer, am Bürgermeister Volker Becker sagen, die die beiden Projekte angeschoben und begleitet haben. An KWI Biederwig, der diesem Fahrzeugtyp zugestimmt hat. Natürlich auch an das Land Hessen, die für die Bereitstellung des Fahrgestells, der Verwaltung der Gemeinde Diemelsee, die uns unterstützt hat, die Firma ADEC für ihre geleistete Arbeit und natürlich meinen Mitstreitern im Planungsteam, Holger Köster, Peter Wagner, Klaus Becker und Thorsten Huckwiede. Die waren auch immer schnell und kurzfristig zur Stelle, wenn irgendetwas schnell entschieden werden musste. Aber auch ein großes Dank an alle anderen, die uns bei allen großen Projekten der Feuerwehr Deisfeld unterstützt haben. Natürlich setzen wir von der Feuerwehr Deisfeld auch eine Tradition in Diemelsee fort. Wenn Fahrzeuge offiziell übergeben werden oder in Dienst gestellt werden, haben sie meistens den ersten oder die ersten Einsätze schon hinter sich. Das haben wir auch. Zum Unwettereinsatz am 14.07.2021 wurden wir alarmiert. Nachdem ein Keller in Adorf trockengelegt wurde, wurden wir dann zu Logistikfahrten von Adorf in die Nachbargemeinde Twistetal eingesetzt. Hier wurden Sandsäcke dringend benötigt, die von uns geliefert werden konnten. Erster Einsatz gleich 83 Kilometer Fahrt. Das soll es jetzt von meiner Seite gewesen sein. Ich übergebe dann jetzt mal an Klaus, Nicole und Peter. Die stellen jetzt mal das Fahrzeug von außen rum vor. Ganz kurz reißen wir mal erstmal die allgemeinen Daten zum Fahrzeug an. Und zwar ist dies ein TSFL, also ein Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik. Und es hört auf den Funkrufnamen Florian Diemelsee 347. Für diese Fahrzeuggattung gibt es halt noch keinen eigenen Funkrufnamen. So, das aus der Landesbeschaffung des Landes Hessen stammende Iveco-Fahrgestell hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 6,5 Tonnen. Es hat somit eine Zuladung von ca. 1000 Kilogramm. Das Fahrzeug hat eine Länge von 6,90 Meter, ist 2,53 Meter breit und 2,98 Meter hoch. Der gesamte Aufbaubereich ist mit einer Umfeldbeleuchtung in LED-Technik ausgestattet. Können wir heute Abend hier mal anmachen. Der Mannschaftsraum bietet Platz für eine Staffelbesatzung. In der Kabine sind... Jetzt wird Nicole die Geräteräume 1 bis 3 beschreiben, wobei wir hier aber nicht auf jeden Schlüssel oder mit dem Zielschlüssel da dran eingehen wollen, sondern nur rundum wissen. Ja? Material zur Wasserentnahme offenes Gewässer. Ein Standrohr, Hydrantenschlüssel, Systemtrenner, Sammelstück, Übergangsstücke. 2 Zwischenbretter für die begehbaren Klappen an den Geräteräumen. Eine Akkusäbelsäge mit Ladegerät über die Dynawattanlage. Eine Kiste mit Spanngurten. Im Geräteraum 3 befindet sich, hier sind alle Einsatzmittel auf einem Rollwagen verlastet. Eine Eurokiste mit Material zur Ladungssicherung. Eine Kiste mit Verkehrsabsicherung, eine Kiste Motorsäge, Ersatzkraftstoffkanister, eine Kiste Motorsäge mit Helm, Beinlingen, Keilen und so weiter. Verkehrsleitkegel, Fallsignale und Schlauchbrücke.
Der Geräteraum 4 befindet sich auf einem Rollwagen verlastet. Dort sind zwei C-O-Strahlrohre drauf. Zwei C-Strahlschlauchtragekörbe mit je drei C-Schläuchen. Ein CM-Strahlrohr, ein Leinbeutel. Ein Hygienebord, Auffangmulde, ein Euro-Kiste mit Kleinteilen bzw. Getränke. Leider heute nicht. Eine Kiste Kleingeräte, Handsäge, Bolzenschneider und Co. Ja, liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus Diemelsee und den umliegenden Kommunen, liebe Ehrengäste, Sie sind ja namentlich vorhin aufgeführt worden, daher brauche ich Sie nicht nochmals wiederholen. Verehrte Gäste und vor allen Dingen liebe Deisfelder. Ich darf mich für die Einladung recht herzlich bedanken als Vertreter des Bürgermeisters, der einen privaten Termin heute hat, der euch alle aber herzlich grüßen lässt und dieser Veranstaltung heute alles Gute wünscht, vor allen Dingen wie jetzt Sonnenschein. Diese Veranstaltung in diesem Rahmen ist ja die erste seit circa anderthalb Jahren. Alle Veranstaltungen, auch die der Feuerwehren, sind aufgrund von Corona ja abgesagt worden, mussten abgesagt werden, und so wurde die Arbeit im stillen Kämmerchen und nicht hier im Rahmen dieser Veranstaltungen durchgeführt. Auch konnten Ehrungen, Beförderungen und auch wie heute die Fahrzeugübergaben bis jetzt noch nicht stattfinden. Ausbildung, technische Dienste an den Fahrzeugen, an Geräten, Einsätze konnte nur in den vergangenen anderthalb Jahren unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Insbesondere Übungen, teilweise auch Lehrgänge, mussten abgesagt bzw. konnten nur unter strengsten Corona-Bedingungen entsprechend durchgeführt werden. Aber, und das zeichnet die Freiwillige Feuerwehr, das zeichnet die Freiwilligen Feuerwehren, aber auch die anderen Hilfsorganisationen aus, aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements und auch auf der Tatkraft und auf der Freiwilligkeit haben wir Bürger in Diemelsee und darüber hinaus davon eigentlich gar nichts gemerkt. Ja, höre doch. Unsere Bürger waren auch weiterhin in Sicherheit und wenn entsprechende Hilfe erforderlich wurde auch die Hilfe entsprechend geleistet. Hierfür nicht nur von mir, vom Gemeindevorstand, von der ganzen Gemeindevertretung, sondern auch von allen Bürgerinnen und Bürgern hierfür einen ganz herzlichen Dank an euch Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aller Abteilungen, ob das in der Jugend, ob das bei den Senioren, in der Einsatz oder auch bei der Musik. Alle etwas auf Sparflamme, aber trotzdem einsatzbereit. Dafür nochmals einen ganz herzlichen Dank. Liebe Kameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, werte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Wir sind die, die da reinlaufen, wo andere rausgelaufen kommen. Unter diesem Motto möchte ich heute das Grußwort starten. So freut es mich heute ganz besonders, dass wir hier am Standort Deilsfeld ein neues TSFL in Dienst stellen können. Nicht die Feuerwehr bekommt ein neues Spielzeug, sondern die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Diemelsee erhalten ein Fahrzeug zur Sicherung ihrer Sachgüter und zur Sicherung des Brandschutzes. Ja, Jörg hat schon vieles gesagt. Es war ein Move der Beschaffung. Wir haben in kurzer Zeit einiges auf die Beine stellen müssen. Bewilligungsbescheid bis hin zur Abholung am 9.4. hat Jörg eigentlich schon alle Punkte heute hier vorgestellt. Insgesamt haben wir für den Aufbau 69.500 Euro investiert. Das Fahrgestell wurde, wie schon erwähnt, vom Land Hessen gefördert. Im gesamten Konzept denken wir in Diemelsee heute in die Richtung Löschzüge. So werden wir im Rahmen der örtlich-technischen Einsatzleitung weiter in naher Zukunft Löschzüge bilden, wo dieses Fahrzeug dann integriert wird. Auch in der interkommunalen Zusammenarbeit, ich gucke hier speziell in das Upland hinein, Hemmichhausen, Heimeroth, ihr habt Deilsfeld mit dem Alarmplan, auch da steht das Auto euch mit zur Verfügung. Ja, es wird zu den angenehmen und den schönsten Aufgaben für den Gemeindebrandinspektor, neue Fahrzeuge in Dienst zu stellen. So ist es heute ein besonderer Tag hier in Deilsfeld, an dem wir dieses Fahrzeug nachher offiziell in Dienst stellen und den Schlüssel übergeben. Weiter, Hans Hiemer hat es angesprochen, werden wir im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes 2020, wie ich es mal genannt habe, das TSFW, was vorher in Ottlar stationiert war, etwas refreshed bei der Firma Müller in Zierenberg, heute hier auch an die Feuerwehr Wermichhausen übergeben. Ja, insgesamt vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. In den letzten 5-6 Jahren hat die Gemeinde Diemelsee rund 4 Millionen Euro zur Sicherung des Brandschutzes in die Hand genommen. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Und an dieser Stelle möchte ich der Politik einmal herzlich Dankeschön sagen. Ihr habt es alle mitgetragen. Ihr habt die Projekte mit begleitet. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. An vorderster Stelle danke an Volker Becker als Bürgermeister, an den alten und auch an den neuen Gemeindevorstand für das immer offene Wort für die Feuerwehr. Ja, wie es sich für einen guten Onkel gehört. Ich darf den Hans zu mir bitten, weil wir beiden Onkels haben noch ein bisschen Gastgeschenke mitgebracht. Ein Stückchen Beladung, ein Stückchen Ausrüstung. So haben wir hier zwei Tauchpumpen TP4 der Firma Mast, die wir heute an einmal die Feuerwehr Deilsfeld zur ergänzenden Beladung hier auf das TSFL und an die Feuerwehr Wermichhausen übergeben möchten. Anfi, Andreas Ficke, wo kommt er? Da kommt er. Dich, du hast dich bei deinem Arbeitgeber stark gemacht, dass wir eine Mittelzuwendung, eine Geldzuwendung bekommen haben für die Investition für den Brandschutz in Diemelsee. So war es möglich, dass wir für Wermichhausen, für das neue TSFW, eine Tauchpumpe und eine Wärmebildkamera entsprechend beschaffen können. Die Wärmebildkamera habt ihr schon, die Tauchpumpe möchte ich heute offiziell hier einmal nach Wermichhausen und einmal nach Deilsfeld übergeben. Ja, weiter hat mein Stellvertreter Thorsten Behle auch noch ein kleines Gastgeschenk in der Tasche. Ja, die Ortsteilfeuerwehren gratulieren an dieser Stelle auch zum neuen Fahrzeug. Thorsten hat es ein bisschen organisiert, hat mich gebeten, das hier gerade mit zu übernehmen. Und auch der Hans Hiemer, möchtest du selbst was sagen? Ja, der Bürgermeister hat mir, wo ich dann den Auftrag bekommen habe, hier nach euch zu kommen, mir zwei Flachgeschenke überreicht, mit der Bitte, diese an den Wehrführer Jörg Köster aus Deilsfeld und an den Wehrführer Andreas Figge aus Wermichhausen zu übergeben. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was drin ist. Meine Brandinspektor Karl-Wilhelm Römer, lieber Hans Hiemer, aber vor allem liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, es ist ein guter Tag für die Feuerwehren in Diemelsee, ein guter Tag für die Gemeinde Diemelsee und ein besonders schöner Tag für Deilsfeld selbst. Lieber Karl-Wilhelm, die Grüße an Peter Beuth nehme ich gerne mit. Im Übrigen, ich habe vorgestern mit ihm telefoniert
und habe ihm gesagt, dass ich an diesem Wochenende hier sein werde und darf deswegen auch seinen Gruß hier in die Runde übermitteln. Es ist gut, dass wir wirklich so eng zusammenstehen, auch in dieser Frage des Katastrophenschutzes. Gemeinde und Land Hand in Hand, das gehört zusammen. Und ich sehe es als eine Pflicht und Schuldigkeit auch des Haushaltsgesetzgebers des Hessischen Landtags an, dass wir die Feuerwehren gut ausstatten, dass wir die Feuerwehren so ertüchtigen, dass dann auch geholfen werden kann. Und wie wichtig die Arbeit ist, die Sie alle gemeinsam leisten, wissen wir nicht erst seit den starken Regenfällen, die wir jüngst hatten. Anzima hat darauf hingewiesen, ihr habt gemeinsam darauf hingewiesen, wie schnell es gehen kann, dass dann auf einmal Keller ausgepumpt werden müssen. Ich stand selber am Mühlhäuser Hammer an dem Tag, als gar nichts mehr ging. Ich stand am selben Tag im Übrigen auch in Massenhausen, als dort Vollsperrung war. In Volkmaßen war eine schwerere Lage. Da sehen wir, wie unverzichtbar Ihre und eure Arbeit ist. Und deswegen ganz herzlichen Dank an die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für das, was sie 24/7 und das 365 Tage im Jahr leisten. Vielleicht mal einen Donnerapplaus für euch selbst, aber für diejenigen, die jetzt nicht die Uniform tragen, die applaudieren jetzt mal ganz besonders laut. Das halte ich für angemessen. Filmmeister, dem Alexander Hennecke von der Feuerwehrkapelle mal herzlichen Dank sagen. Das ist nicht nur der gute Ton, sondern ich habe vorhin mal gefragt, wie ist das eigentlich so mit Feuerwehrkapellen? Die Anzahl nimmt nach meiner Wahrnehmung leider nach. Aber ich will ganz ehrlich sagen, wenn ich hier nach Diemelsee komme, weiß ich, dass das nicht nur schön ist, sondern auch musikalisch vorzüglich begleitet wird. Und deswegen, wir haben ja das gehört, mit Jugendarbeit, aber auch für die musikalische Arbeit, der Anhänger, der da angeschafft worden ist, auch das ist richtig so. Musik macht Freude und die Vorbereitung, das Proben dazu muss auch Freude machen. Ihr seid eine großartige Truppe und ich freue mich schon auf das nächste Stück. Die Onkels, die was mitbringen, ist immer besser als die Tante, die das Klavier spielt. Das ist schlicht so. Ich habe jetzt nicht noch einen Scheck dabei, aber der Karl Wilhelm hat ja eben schon darauf hingewiesen, das Land Hessen hat hier unterstützt. Und das darf ich abschließend in die Runde hineinrufen. Das wird auch weiterhin so sein. Wir brauchen ein gutes Zusammenwirken. Der Katastrophenschutz leistet Großartiges. Aus Südhessen waren ja auch starke Einheiten dann entsprechend in Richtung Rheinland-Pfalz, in Richtung Nordrhein-Westfalen mit unterwegs. Und da zeigt sich, wie dann auch die Feuerwehren jenseits der Landesgrenzen bestens zusammenwirken und zusammenhalten. Ich wünsche mit dem neuen Fahrzeug, und wir haben ja eine Tour de Raison durch alle Gemeindeorte, durch alle Gemeindeteile eben gerade von Hans Hiemermeier erfahren, welches Fahrzeug von wo nach wo. Und ein besonders schönes steht jetzt hier da. Und die Schlagkraft und Überzeugungskraft von Karl Wilhelm Römer wurde ja eben gerade schon mal beschrieben. Der sagt, so und so muss es aussehen. Und dann kommt das auch relativ zügig herbei. Also ich sag mal so, die wenigsten trauen sich ihm dann auch zu widersprechen, zumindest nicht mehrfach hintereinander. Karl Wilhelm, weiter so, ich finde das prima, mit Herzblut bei der Sache. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche euch heute einen tollen Nachmittag. Das Wetter ist mit uns, das Wetter bleibt auch stabil. Heiterkeit im Herzen, immer heile von den Einsätzen zurückkommen, viel Freude mit dem neuen Fahrzeug und wie man hier bei uns so schön sagt, ein herzliches Glück auf und Gottes Segen. Vielen Dank. Ich darf euch alle herzlich hier begrüßen. Die Sonne scheint, das sah vorhin noch nicht so gut aus, aber in Deisfeld werden Feste eigentlich immer mit Sonne gefeiert. Also das ist Tradition. Ich habe im Vorfeld überlegt, was sage ich hier, wenn ich hier oben stehe und ihr steht so alle vor mir und habe gedacht, es wäre ganz interessant für einige, mal so ein paar Eckdaten zu hören, wie die Deisfelder Feuerwehr entstanden ist und bis heute sich weiterentwickelt hat. Und da habe ich mal zusammengetragen. 1890 wurde die erste Handdruckspritze gekauft und ein Spritzenhaus gebaut. Und damals 1000 D-Mark für die Handdruckspritze und 400 Mark, D-Mark natürlich, für das Spritzenhaus. Die Gemeinde bekam einen Zuschuss vom Landkreis von 300 Mark. 1894 schloss sich die Deisfelder Wehr an den Hessischen Feuerverband an. Am 20.11.1934 gründete sich die Freiwillige Feuerwehr Deisfeld. Im August 1957 hatten wir einen Großbrand auf dem Hof Friesleben. Daher wurde in 1958
eine Tragkraftspitze TS8/8 und ein Tragkraftspitzenanhänger sowie nötiges Schlauchmaterial angeschafft. Kosten für die Gemeinde ca. 10.000 D-Mark. 1966 wurde der Bau einer Feuerwehrgarage unter dem Dorfgemeinschaftshaus verwirklicht. 1984 wurde das Feuerwehrgerätehaus gebaut, welches 85 eingeweiht wurde. 1987, Jörg hat das jetzt schon ein bisschen beschrieben, ich mache das ein bisschen im Schnelldurchgang, wurde das TSA ausgetauscht gegen das erste TSF der Marke Ford Transit aus Benkhausen. Das war das erste Feuerwehrfahrzeug in Deisfeld und wurde hier liebevoll Hertha genannt. Meine ich mich noch daran zu erinnern. 1987 wurde dann ein Funkgerät für dieses Fahrzeug der Gemeinde Diemelsee zur Verfügung gestellt. 1991 wurde das TSF dann ausgetauscht gegen dasselbe Modell von Heringhausen. 1995 ging das fast nun 37 Jahre alte TSF in den Ruhestand und ein 9 Jahre altes TSF der Marke VW LT35 von Wirmichhausen, erstmals mit Atemschutzgeräten ausgestattet, hier in Deisfeld platziert. Um über die Grenze, das ist ja nicht üblich so. Ja, warum ist das so? Ja, das hat eine zeitliche oder in der Zeitgeschichte ist das entstanden und deswegen hüten wir dieses auch noch bis heute, dass wir bei Einsätzen immer zusammen gerufen werden. Und das finde ich echt sehr schön. Und ja, ich gratuliere euch Deisfeldern für dieses neue Fahrzeug. Jetzt muss ich natürlich als Nachbarwehr auch überlegen, wenn ihr mit alarmiert werdet, ja, wo kann ich euch denn einsetzen? Ja, auch das ist halt ganz einfach so. Aber das werden wir schon hinkriegen, denn ihr habt uns das Fahrzeug schon mal vorab vorgestellt. Es ist ein sehr schönes Fahrzeug geworden und ihr habt euch wirklich viele Gedanken dazu gemacht und das finde ich ganz einfach toll. Freue ich mich, heute hier sein zu dürfen und bedanke mich natürlich auch für die Einladung. Es kommt anders, als man denkt. Wir haben uns eben hier abgesprochen, wie soll das Ganze heute ablaufen, aber bei der Feuerwehr ist das natürlich so. KBI ist schon wieder weg, in Bad Arolsen in Brenz. Ich bin dann hier geblieben. Schauen wir mal, was da passiert. Aber natürlich auch im Namen von unserem Kreisbrandinspektor von Gerhard Biederbeck und den Kreisgremien darf ich die herzlichsten Glückwünsche und Grüße zu dem Fahrzeug hier überbringen. Ich darf einmal die Verleihungsurkunde vorlesen. Ich lese es für die Frau Becker vor, gilt natürlich dann gleich auch für den Kameraden. Verleihungsurkunde. Im Namen des hessischen Ministerpräsidenten verleihe ich Frau Daniela Becker das silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande für 25 Jahre aktiven und pflichttreuen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Wiesbaden, 8. Januar 2021, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, gezeichnet Peter Beuth, Staatsminister. Herzlichen Glückwunsch. Unter Corona können wir es leider nicht anstecken. Wir werden es auf gebührenden Abstand überreichen und trotzdem kommt es in die richtigen Hände. Danke dir. Hallo. Danke schön. Danke. Danke schön. So, auch hier darf ich die Verleihungsurkunde für einen Kameraden vorlesen, gilt dann textgleich für alle. Verleihungsurkunde. Ja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Viel regnet aber damit nicht, ne? Ja, dann werde ich das Mikrofon jetzt wieder an den Dirk. Wir haben noch so ein paar Beförderungen, die wir formal zwar schon für den Januar, wo die Jahreshauptversammlung hätte sein sollen, müssen, dürfen, vorgenommen haben. Auch hier muss euch die Urkunde natürlich noch geben, Thorsten. Bele Fassbeck zum Feuerwehrmann Anwärter. Melf Tobin, auch Feuerwehrmann Anwärter. Darf ich die beiden nach vorne bitten? Beide nicht da. Dann darf ich den Wirmichhausen von der Feuerwehrfrau zur Oberfeuerwehrfrau. Dominik Drössler, Ottler, Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann.
Nico Krause, Wirmichhausen, Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann. Krummel Moritz, Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann. Krummel Philipp, Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann. Und last not least in der Serie, Karl-Steffen Schramm, Wirmichhausen, Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann. Feuerwehrmann. Niklas Engelhardt, Adorf. Nico Schweizer, Wirmichhausen. Sven Zekovic, Flechtdorf. Immer wenn der Betreffende nicht da ist, bitte den Wehrführer oder einen Vertreter des Ortes halt zum Abholen hier nach vorne. Danke. Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister. Benedikt Bayers, Adorf und Björn Reiting, Flechtdorf. Darf die auch. Deswegen muss ich tatsächlich nachfragen. Ist er das? Ja, ja, Dankeschön. Ja, dann gehen wir in die Oberlöschmeister. Thomas Benn, Heringhausen. Martin Drave, Flechtdorf. Daniel Fischer, Fassbeck. Oliver Kesting, Heringhausen. Heiko Ninnemann, Wirmichhausen. David Brüne, Adorf. Hauptlöschmeister. Michael Kamm, Wirmichhausen. Jörg, ich glaube, das mit der Kasse kannst du einstellen. Hier gibt es viel Freibier heute. Ja, dann gehen wir mal in die Brandmeister. Vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister. Ingo Bangert, Heringhausen. Marcel Janka, Fassbeck. Der Ingo Bangert hat noch Dienst auf der Leitstelle. Ich weiß nicht, ob er schon hier ist, Thorsten. Ansonsten, der wollte aber später noch hierher kommen. Ende der Karriere. Ich darf nach vorne bitten, Martin Preising, Ottlar. Vom Oberbrandmeister zum Hauptbrandmeister. Allen Beförderten von meiner Seite hier herzlichen Glückwunsch. Ernannt wird in 2021 Manuel Lages in Giebringhausen, aus 2020 noch nachzuholen Laura Gatz und Johannes Göbel. Und da hängt auch noch von 19 zurück, das ist alles Corona geschuldet, die Urkunden sind noch nicht ausgegeben, Jens Figge, Martin Drave und Andreas Neumann. Alle, die ich vorgelesen habe. Zeichen gefragt. Ich habe mich heute dazu entschieden, die Wehrführer sollen eine Liste mitbringen zur nächsten Dienstversammlung, geben wir die aus. Wenn ich die Lose in die Mappen reinlege, hier auf dem Grasplatz, findet Deisfeld morgen früh beim Aufräumen mehr wie die, die auf. Ja, das war. Wir kommen jetzt zur Schlüsselübergabe der beiden Fahrzeuge. Dazu darf ich den Wehrführer von Deisfeld hier nach vorne bitten. Schlüssel, die ich dir, aber indirekt der Feuerwehr Deisfeld übergebe, in der Hoffnung, dass ihr mit dem Fahrzeug gut und vernünftig umgeht, damit übt und damit dann entsprechend auch in Einsatz die Hilfe. Ganz klar, bei dem Wert. Wir werden auch gebührend damit üben, den Umgang damit üben. Und dass wir in jedem Fall auch einsatzbereit sind und bleiben. Dankeschön. Nicht ganz nagelneues Fahrzeug, aber ein gut gepflegtes und wie viele Jahre? 20 Jahre. Das heißt, dass irgendwann in den nächsten Jahren auch bei euch eventuell vielleicht, ich denke mir mal, da können wir hoffen, dass ihr im Rahmen der Neubeschaffung, der Ersatzbeschaffung auch irgendwann wieder ein neues Fahrzeug bekommt. Aber erstmal habt ihr dieses Fahrzeug, das voll einsatzfähig überholt ist. Und ich wünsche euch auch damit alles Gute. Vor allen Dingen, wie gesagt, wie eben auch, kommt alle gut und gesund von allen Einsätzen zurück. Hier der Schlüssel. Herzlichen Glückwunsch.